Hallo liebe Familie, ich habe schon meine Schürze an. Das bedeutet, heute wird mal wieder gebacken. Es ist kurz vor Ostern und ich werde heute zwei Dinge backen. Einmal Quarkhasen und einen Hefezopf, einen sogenannten Osterzopf. Zu Beginn werde ich euch zeigen, wie man den Quarkhasen backt, was auch für mich noch etwas Neues ist, da ich das noch nie gemacht habe. Für die Quarkhasen brauchen wir natürlich Quark. Dazu soll man Magerquark oder wir haben jetzt halt Sojajoghurt genommen, in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Ich habe immer schon zwischendurch abgekippt. Jetzt ist da nicht mehr so viel rausgekommen, um das Wasser, überflüssiges Wasser darin wegzugießen, damit er möglichst dick wird. Ich hoffe, das ist ausreichend gut gelungen. Ich werde jetzt einmal wiegen, auf wie viel Gramm ich komme.